Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi. Wir sind auf Patch 7.11. Der neue Malzahar ist draußen. Also was heißt der neue Malzahar? Der leicht veränderte Malzahar. Und ich habe ein bisschen angezockt schon mal. Ich habe, glaube ich, damit gestern ein Ranked Game gewonnen. Ich habe nochmal bereits so in Normal Games etwas gespielt. Das gilt als Situational Item auf Malzahar jetzt? Das ist nicht geupdatet, oder? Egal. Anyways, wurde halt er ein leichtes Update bekommen. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie ich ihn spielen soll. Da muss ich auch noch mal ein bisschen hier und da dahinter kommen. Also, um euch mal eine Kurzfassung zu geben. Seine Q macht mehr Damage. Seine Q und seine E haben beide eine erhöhte AP-Ratio bekommen. Das heißt, die scalen offensichtlich besser ins Spiel rein. Seine W ist schwächer im Early-Game, aber scale ebenfalls besser ins Game rein. Das heißt, Support Malzahar ist tot. Quasi Support Malzahar ist tot, weil das, was Support Malzahar stark gemacht hat, ist, dass er die W richtig ausnutzen konnte. Warte mal, irgendwas stimmt nicht. Wen wollen die importen? Sie, fangen wir mal nach. Das Problem ist jetzt mit der neuen W, die neue W hat zwar Leben bekommen, aber es sind Last Hits. Die W ist, jeder Champion kann mit einem Auto-Attack oder mit einer AOE-Fähigkeit alle Wolltlinge umbringen. Ich glaube, das ist, einer der Scheißänderungen daran. Und auch nochmal Ulti wurde verändert. Der prozentuale Schaden ist runtergegangen, aber es ist Flat Damage dazu bekommen. Das bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt im Early und Midgame mehr Damage auf Squishies. Nee, ihr habt generell mehr Damage auf Squishies, aber weniger Damage auf Tanks. Das ist aber nicht so ein großes Problem. Ihr habt zwar weniger Damage auf Tanks, nur durch Ulti, durch den Damage, den ihr damit gemacht habt. Aber generell wurde euer Damage Output durch Q, W und E sehr stark verbessert. Die neue Banshee ist auch relativ nice. Ich kenne leider das Matchup gegen Vladimir nicht. Das müssen wir hier dann auch nochmal etwas zusammen herausfinden. Meine Masteries sind immer noch ganz normal. Just in case, ihr findet meine Rune Masteries wie auch in jedem Video in der Beschreibung. So, wir pushen das hier erstmal komplett ein. Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist eure Max-Order. Und zwar machen wir nicht mehr so wie sonst, also wie ich es immer gerne gemacht habe, den E, W und dann den Q. Sondern wir machen E, Q, W, weil eure E scaled an jetzt eigentlich nur noch rein mit Level. Also ihr kriegt das meiste halt aus eurem Level raus. Ja, das kannst du machen, Kollege. Das pushen wir einmal alles so hart es geht ein. Ich verfolge quasi hier immer noch dieselbe Strategie, so wie sonst auch. Das heißt, ich möchte am Anfang erstmal nur Heiter reinpushen. Im Idealfall möchte ich auch CS bekommen. Ich werde auch gleich wieder recallen. Was ich mitbekommen habe, ist, dass eventuell sich die Dorans-Builds nicht mehr, das Morello-Build nicht mehr lohnt. Ich weiß leider nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. So, ich mache es gerade sehr scheiße mit dem Mana. Ich hätte wahrscheinlich doch nochmal E auf Level 2, nee, W auf Level 2 mitnehmen sollen. So. Und unsere Voltlinge funktionieren jetzt auch mit einem Ammo-System. Das heißt, immer wenn ich ein Spell mache. Lol, das ist nicht übergegangen? Seriously? So, immer wenn ich jetzt ein Spell mache, bekomme ich einen Stack. Ich hole immer mindestens einen Voltling dazu und ich kann bald nochmal zwei Stacks dazu holen, sodass ich dann drei Voltlinge rausholen kann. Nochmal kurz warten. Ich spiele das doch nochmal etwas langsamer aus. Ich werde gleich nachgucken, dass ich eventuell mit der nächsten Wave das alles so hart einpushen kann, dass ich damit recon kann. Weil ich habe keinen Teleport dabei. Okay, jetzt kommt gleich die nächste Wave. Wenn seine Q weg ist, versucht er das alles einmal einzupushen. So, nicht vergessen, ich muss zuerst meine Spells machen. Und jetzt können die Viecher die ganze Backline aufhören. Wie gesagt, die sind leider für jeden Champion ein Last Hit. Ah, es hat nicht ganz ausgereicht. Oh, nein, 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 nein. Weg mit mir, weg mit mir, weg mit mir. Nicht vergessen, ich darf nicht vergessen, er hat Ignat und Storm Raiders dabei. Waves einzupushen, also Malzahars Early Game ist sehr viel schwächer geworden auf jeden Fall. Weil die Voltlinge einfach nicht mehr das sind, was sie mal davor waren. Ich bin jetzt auch gezwungen, Spells zu benutzen, damit ich meine Stacks hier bekomme. Was dann halt auch aufs Mana gehen kann. Ich habe die schon nicht schon wieder rüberbekommen. Oh mein Gott. Ich weiß, ich habe kein Mana, Bruder. Ich habe jetzt legit kein Mana für irgendwas. Geil, ey. So bekommt ihr euer Minion. Aber der wird doch nicht turnen. War das überhaupt gut, jetzt schon zu flashen? Ich muss halt aufpassen.
Nice. Ich hatte legit kein Mana. Ich glaube, ich habe es selber einfach nur unglaublich bad gespielt. Ah, ich habe es wahrscheinlich sogar echt unglaublich bad gespielt. Aber, man ist das Ding jetzt tot. Meine Botlane gewinnt auch gerade. Und ich bekomme ein Scaling, das ich brauche. Beziehungsweise ich bekomme jetzt auch gerade einfach nur etwas Zeit für mich, dass ich das hier nochmal einpushen kann. So, jetzt habe ich direkt drei Voidlinge. Das ist auch eine der Stärken, die jetzt Malzahn gerade hat. Und zwar bekommt ihr straight up drei Voidlinge auf einmal. Also die Wave ist hier trotzdem noch eingepusht. Ich muss jetzt gucken, wie ich das mache. Ne, ich hole mir trotzdem, ich hole mir das Buch. Ich hole mir das Buch und so und jetzt gehe ich weg. Weil eure Voidlinge bekommen jetzt Attack Speed pro Level. Und ihr könnt drei damit dann auf einmal holen. Ich glaube, mit Full Cooldown Induction hat es 4 Sekunden Cooldown. Das heißt, ihr könnt W auf euren Gegner machen, E, Q, Ulti und danach wieder drei weitere Voidlinge holen. Mittlerweile ist Rylas aber auch wieder Core geworden. Ihr braucht den Rylas. Ihr kommt von dem Item einfach gerade nicht weg. Weil ihr den Slow wirklich jetzt braucht. Weil eure Voidlinge haben auch die Fähigkeit von der Movement Speed dazu zu bekommen, wenn sie auf ein markiertes Ziel drauflaufen. So, ich muss nur gucken, wie stark ich in der Lane bin. Das weiß ich selber noch gar nicht. Okay, er putt das hier sofort. Das ist für mich fein. Ich habe jetzt, jetzt eh schon sofort wieder 2 Stacks wiederbekommen. So, und jetzt habe ich auch wahrscheinlich etwas mehr Kontrolle über die Lane. Ich werde das jetzt aber auch so wie sonst auch immer machen. Und versuche ich nach Möglichkeiten zu roamen. Zack! Das ist der Kollege. Ah, ich hätte die Lantern eigentlich gar nicht nehmen sollen. Ich bin da ein bisschen komisch hingeflogen. Aber das ist kein Problem. Ich kann auch einfach jetzt in die Mitte gehen. Mein zweites Item wird wahrscheinlich sogar Banshee sein, Leute. Diese Banshee, Diese. Oh. Scheiße. Ah, das hätte ich nicht machen sollen. Ich habe halt sehr viel verloren. Auf jeden Fall, diese Banshee-Malzahn-Passiv-Kombination ist wirklich sehr, sehr, sehr stark. No Sums Flood. Lol. Oh mein Gott. Er hätte nicht mal Pool. Ich glaube, er hätte ihn sogar töten können. So, die ist gerade extrem stark. Aus dem einfachen Grund. Töte ihn. Ah, ja, Mana. Weil die Banshee fängt ein Spell ab. Und dadurch geht eure Passive nicht weg. Das heißt, ich blocke damit wirklich effizient 2 Spells. Was super nice ist. Na, okay, wobei, ich baue das Morello hier auch nicht so oder so. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Hey, das war bad für mich. Ich hätte einfach außen rumgehen sollen. Okay, was ist das? Was ist das für Geräusche? Ich hoffe mal, ihr hört das hier nicht unbedingt in der Aufnahme. Was macht Nami hier? Zack, alles reinpushen. Was macht die da? Der Moment, wenn jetzt gleich sogar der gegnerische Supporter alle meine Voidlinge tötet. Lass mich nachgucken. Wohin gehe ich? Ich glaube, ich move wieder nach unten. Ich glaube, ich muss wirklich nur konstant nach unten hingehen. Meine Toplane ist an sich fein. Da gerade hat sich aber auch schon Magierisiko geholt. No. Oh, 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 oh. Okay, nice. Da kommt er raus. Nice. Also ich will hier nicht reingehen. Genau deswegen. Das ist ein Choke. Einfach raus hier, einfach raus hier, einfach raus hier, einfach raus hier. Gib das Ding auf. Nein, 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 nein. Geht raus, geht raus, geht raus, geht raus, geht raus, geht raus. Ich habe jetzt hier gleich die Möglichkeit, Mitte einzupushen. Oder auch dort nicht so ganz die Möglichkeit, wie ich sie gerne gehabt hätte. Weil Nami hier ist.
Aber die ist schon ein bisschen low. Ich glaube nicht, dass es mir gefällt, dass sie die Lane freest. Ich meine, es ist schön und gut für sie, ne? Aber wir verlieren gerade Pressure auf der Map. Ja, zweitens maxen wir den Q. Weil die W ist Geld, wie gesagt, nur noch mit dem Level. Okay, die gehen raus. Nee, oder? Nee, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, fick dich doch! Fick dich doch! Oh! Wir hatten einen Free Kill auf dem Vladimir. Oh nee. Er hätte nur einen Auto-Tag machen müssen. Ein einziger Auto-Tag. Jetzt sterbe ich für diese Sünde. Ich bin eine Sünde. Ich kann mein Damage auch so schwer einschätzen. Gib mir übelst auf die Eier. Schlie, ich frage mich gerade, ob Banshee sich hier überhaupt lohnt. Weil das Problem. Hä? Das ist ein schlechtes Argument von ihm. Weil der Vladimir war hier eigentlich ein Freakal. Er hätte kein Flash, er hätte nur herkommen müssen. Aber ja, jetzt sollten die echt das. Das muss nicht um den Fluss gehen. Beziehungsweise ich sollte hier einfach nur farmen und dann geht nur noch mit der Caitlyn los. Okay, nice. Ich bekomme das ja auch gerade relativ gut eingepusht. Ja gut, wenn die jetzt oben sind, ich werde dann auch noch pushen hochgehen. Das ist für mich aber gerade echt scheiße. Das Matchup ist nicht das Beste für mich. Und dass ich da gerade gefickt worden bin, weil er nicht mit dazugekommen ist, ist auch nicht ganz so nice. Aber es ist okay, Leute. Wir überleben das Ganze nicht einfach. Warum ich? Oh mein Gott. Okay. Ich meine, es hat seine Vorteile. Ah, sie hätte sich links hinter. Sie hätte sich hinter das Minion hinstellen sollen. Dann ist sie überlebt. Nein, sie überlebt immer noch. Nice. Oh, oh, oh. Lol. Er ist tot. Unlucky. Hätte sie sich bis weiter nach links hin positionieren, hätte sie den Damage vom Blatt eh nicht bekommen. Ich hab mich verklickt. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's. Oh, ich bin so boosted. Oh, ich hab Morilla noch nicht fertig. Da bleibt mir jetzt richtig huge. Ich glaub, geht der Rabadons first? Okay, wo ist dann. Ich kann keine Lockets bei der Wende halten, das ist kein Problem für mich. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Der Nocturne zerfickt mich aber richtig krass. Ich hab auch gleich wieder Ulti ready.
tot, oder? Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Oh, 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 oh. Ey, diese Lane ist literally ich gegen Nocturne. Durch die Base und dann noch einmal so von da unten. Like, holy shit, der ist ja nur bei mir. Lol, nice. Okay, ja, er hat sich direkt Rabanons Gold. Okay. Das geht auch, ne? Das ist mein... Egal, wie sein Malsach verändert wird, den auf Play-Button, den gibt's immer. Hier auch ganz nice. Ich könnte direkt Voltlinge holen. Die auch nochmal gleich den Tower etwas mittanken, beziehungsweise etwas Damage mit draufhauen. Hä? Ist die gerade... Lol? Habt ihr das auch gesehen? Dragon Spawn auch gleich. Ich habe für ihn aber noch gar nicht mein Ulti ready. Nee, meine Pinkball verschiebe ich da gar nicht hin. Den Blue kann er auch haben. Ich habe eh selbst genug Cooldown Reaction. Die gehen auch schon mal alle runter Richtung Dingens. Okay, meine Ulti ist ready. Wo ist Gragas? Oh, okay, das ist blöd, meine Passive. Ich hätte Vladimir ulten sollen. Aber doch nicht. Ich dachte gerade, wir sind alle tot, weil ich ihn nicht geultet habe. Oh, das hat der Thresh aber sexy gemacht. Nee, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Ich muss immer Vladimir. Wetten gleich, werde ich gepinkt. 3, 2, 1. Okay, doch nicht. Ich muss immer Vladimir ulten. Immer. Hat der Nocturne noch Ulti? Nee, hat er nicht mehr. Hat er bereits benutzt. Eine Wave push ich noch ein. Bin aber gerade leider nicht ganz so useful, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich spiele das aber auch sehr schlecht runter. Nur ich will jetzt mal Rallies. Ist halt das Problem, dass die wollten ja keine Movement Speed mehr bekommen. What the fuck? Wieso geht er immer auf mich los? So, ich brauche noch ein bisschen Gold. Ich mir das nochmal holen. Weil davor haben die Voltlinge ja Movement Speed bekommen, wenn ein Ziel nah dran ist. Mit dem E. Jetzt bekommen sie es nicht mehr und ihre Base Movement Speed wurde auch gesenkt. So. I will always ult Malz. Vlad. Ich muss den ulten. Weil solange er da keine Spells casten kann, wird er drauf gehen. Ist nicht mehr jemand da. Das Ding bekommen wir. Dein Scheiß Ernst. Immer ich, Leute. Immer ich. Und er hat sogar mein Ulti geblockt, der Wichser. Okay, schade. Bin noch gestorben. Die sind jetzt wahrscheinlich auch alle tot, weil die hier alles bitten. Ich habe nicht mal genug Damage für den. Ah ne, warte, die haben Vladimir bekommen. Ist okay. Oh, ich mach das so bad einfach. Ich mach das so fucking bad. Holy shit.
Ich meine, auf mich wird halt auch relativ viel benutzt, ne? Der Noct hat ein komplettes One-Shot-Bild. Aber dass ich da zum Beispiel wieder reingehe, hätte gar nicht sein müssen. Besonders auch nicht, dass ich mich sandwichen lasse, war das Problem. Ach, Leute. Ich lasse es mir von denen gerade richtig genüsslich besorgen. Ich hoffe nur, dass ich Vladimir keine Q-Sess holt. Das ist das einzige Schlimme, was hier passieren könnte. Und, was hat er sich geholt? Bitte keine Q-Sess, Kollege. Ich bin weg von hier. Ne, ihr seht auch hier, wenn die Voigtlinge magst, die kriegen 2 Damage drauf. Die Duration geht zwar hoch, aber die sind eh mehr oder weniger One-Shot, kann man sagen. Und die kosten ihn dann auch nochmal hoch. Hier habe ich halt mehr Damage, witzig Damage mehr und nochmal mehr Silence. Ne, die muss nicht ulten. Ah, jetzt habe ich ihn doch geultet. Okay, es ist nicht ganz so wild. Ich habe jetzt nicht so viel Cooldown auf meiner Ulti. Trotzdem war das hier gerade ein kompletter Waste. Ich glaube, der Vladimir wird uns hier jetzt alle zerstören. Oder die Vayne ist ja hier. Ich glaube, dass... Oh. Okay, wir haben immer den Nash bekommen. Das haben wir getradet? Das ist eigentlich fein. Hier alles abfahren, was geht. Mal gucken, eigentlich müsste ich jetzt einen sehr starken Spike haben, weil ich jetzt meinen Rylas fertig habe. Und die haben immer noch keine einzige QSS. Das ist halt das Ding, wir haben niemanden, der den Vladimir richtig aufhalten kann. Außer ich halt. Aber wenn ich davor meine Ulti bereits gewastet habe, meh. Okay, immer noch keine QSS. Ja, komplett ist noch den One-Shot-Build. Sie Malsaha, Kill Malsaha. Das ist sein Bild. Oh. Okay, nice. Die haben die Ulti gewastet. Nice, der macht hier erstmal noch ein bisschen Damage drauf. Das ist auch ebenfalls sehr gut. Oh, die Nami kriege ich aber ziemlich gut runtergechunkt. Dort nochmal mit abbekommen. Über die Minions. Boah, ich will hier eigentlich gar nicht weggehen. Okay, wir werden hier zwar schon gerade stärker eingepusht, aber trotzdem. Ich muss irgendwie meinen Weg ins Game rein finden. Ich gehe Top-Lane auspushen. Top-Lane und danach wieder zurück in die Mitte. Fucking Hexdrinker. Sexy. Nicht ganz so sexy. Kann ich das nicht noch vielleicht sogar zerstören? Ja? Okay. Wir sind hier ganz gut bei rausgekommen.
Gut, ich brauch meine Maske fertig. Wenn ich relativ... Oder ich hole mir Banshee. Ist beides nice hier. Ich recall eben einmal. Ich glaube, ich hole mir actually sogar Banshee. Das macht mich tankiger. Wobei ich overcap an etwas cooler Induction. Oh, Team, aufpassen. Oh, nice. Nice. Sexy. Das ist richtig schön sexy. Gibt es noch irgendwo eine Frucht, die ich mir nehmen kann? Ne, ich glaube nicht. Ich weiß nicht warum. Alter, fühlt sich sau komisch an. Ich push lieber Top-End aus. Für Mitte habe ich viel zu wenig Leben. Ja, genau. Oh, was geht da noch nicht? Ich weiß nämlich gerade nicht, wo der Nocturne ist. Könnte jetzt natürlich sein, dass er sich denkt. Okay. Der ist da, den ulti ich und dann fick. Genau deswegen. Oh, Play Button. Einfach nur straight up outplayed, Bitches. Oh, das Dodgen war. Ey, sag mal, was fliegt die denn rum? Ja, wir sollten die Action rausgehen. Ich habe auch relativ gut Gold. Warte mal. Ich weiß genau, was ich mache. Ich hole mir Maske, tausche meine Schuhe gegen Penboots und nehme dann jetzt den Blue-Buff. Sollte mein... Oh, nein. Sollte mein Damage Output jetzt sehr gut verbessern. Ich habe auch nochmal Potgold für einen etwas stärkeren Spike, aber ich habe wirklich ultra wenig AP. Aber es geht halt sehr viel auch in Utility mit rein, ne? Dadurch, dass ich viel coole Reaction habe und auch nochmal einen Extra Slow und sowas. Und so, ihr bemerkt auch, wenn man etwas mehr coole Reaction hat, kann man noch ein paar mehr Voltling rausholen. Beziehungsweise halt auch öfters, ne? Leute, sie haben vier, also die haben halt so gesehen 5 Sekunden Cooldown. Topside? Doch, Nash ist gleich ab. Das einzige Problem, was ich wirklich damit habe, ist, jeder Champion kann die One-Hitten. Nicht, weil jeder Champion irgendwie genügend Damage macht dafür, sondern die sind so gecodet. Jeder kleine Treffer von Champions bringt die Viecher um. Direkten Silence hinterher. Ich kann auch zum Nash machen, das ist gar nicht mal so bad. Weil ich kann die ja konstant beschwören. Der Tor ist auch noch drin. So, jetzt habe ich T3 Ulti. Dadurch, dass die Gegner nicht mal viele Tanks haben, ist das, sind die Changes gar nicht mal schlimm für mich. Ich habe gehört, dass wir hier gemeinsam mittlerweile mit Thunderlord spielen. Lul, wie ich gerade auf einmal völlig abräume. Okay, wobei nochmal neue Scalings und so, ne? Es scaled halt einfach alles besser ins Game rein. Okay, Vayner Qs. Ich flash, glaube ich, gleich vor für den Ulti. Nee, lass ich mir die kommen. Hm.
Ja, ich habe auf einmal Kills, ne? What the fuck? Warte, was passiert überhaupt, wenn ich Wladimir silence, während er den Scheiß aufladet? Verliert er dann alles? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert, meine Freunde. Aber die werden alle outplayed, einer nach dem anderen. Oh mein! Er hat legit meine Mutter gefickt. Der hat halt einfach nur meine Mutter gefickt. Aber ich bin. Nachdem ich geintet habe. Jo, aber die Kette hab ich gecarried. Ich war ganz den Kills mit dabei. Ich war zwar nutzlos, aber ich war nicht ganz nutzlos. Leute, Kurzfassung, wenn neue Malte hat. Ich meine, ich bemerke, dass mein Q und dass mein E etwas mehr Damage machen. Wir machen etwas mehr Damage. Das Problem, oh, die W, die ist so weird. Ich meine, kann auch sein, dass ich falsch baue, dass ich es falsch mache. Ich habe auch welche gesehen, die nehmen eher Rod of Ages mit. Die bauen auf weniger Cooldown Reaction. Ich weiß nicht. Ich bin da noch so ein ganz kleines bisschen skeptisch. Aber falls ihr schon eigene Erfahrungen dazu habt oder so, schreibt es einfach in die Kommentare mit rein. Ich werde auf jeden Fall nochmal weiter damit herum experimentieren, weil Malzaha mein kleines Baby ist. Aber ja, Leute, ich bin erstmal weg. Tschüss, tschüss, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.